Donald Trump gibt sich nach dem TV-Duell mit Hillary Clinton wieder kämpferisch. Bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Florida ist der US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner davon überzeugt, der Gewinner des Abends gewesen zu sein. Der letzte Abend war sehr aufregend. In beinahe jeder Umfrage lagen wir vor der verschlagenen Hillary Clinton, und zwar mit riesigem Abstand. Clinton und Trump hatten sich 6 Wochen vor der Wahl einen schonungslosen Schlagabtausch geliefert. Ein Großteil der Experten sieht Hillary Clinton als Siegerin des Abends. Doch trotz dieses vermeintlichen Rückschlags für Trump brachte ihm der Auftritt eine riesige Summe an Spenden ein. 18 Millionen Dollar an nur einem Tag. Stellt euch das mal vor. Und das war größtenteils nur wegen meines Auftritts gestern Abend. 90 Minuten lang hat Hillary Clinton bei jedem Thema den Status quo verteidigt, während ich einen Plan vorgestellt habe, wie wir alle zusammen den amerikanischen Bürgern Arbeitsplätze, Sicherheit und Wohlstand zurückbringen. Trump kündigte ebenfalls an, beim nächsten TV-Duell härter gegen Clinton, Zitat, zuzuschlagen.